Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video, kurz erklärt und heute mit dem lang ersehnten Thema von euch, Anemonen teilen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie es geht, wie man die Tiere am besten vermehrt, wenn es nicht anders geht, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Anemonen teilen. Grundsätzlich muss ich jetzt erstmal vorab sagen, es geht sich hier in diesem Video um die ganz normale Kupferanemone. Lateinischen Begriff blende ich euch unten ein, habe ich gerade nicht drauf. Ich habe eine ganz normale Kupferanemone bzw. eine sogenannte Sunburst, die im Moment aufgrund ihrer Größe nicht voll ausgefärbt ist. Seht ihr aber nachher im Video, beziehungsweise wenn ich das im Hintergrund einspiele, dass es eine ist. Grund, warum ich meine Anemone mechanisch teile, ist folgender. Ich habe ja meinen Blumentopf unten drin und ich müsste jetzt rein theoretisch, damit die Anemone weiter in diesem Blumentopf bleiben kann, den nächst größeren Topf nehmen, der unten mehr Fläche hat. Das passt aber nicht mehr in meinen Riff rein. Also sprich in die Vorgabe da, wo jetzt auch der entsprechende Blumentopf sitzt. Also muss ich hingehen und muss die Anemone mechanisch teilen. Normalerweise würde die Anemone aus diesem Topf rausgehen, würde sich irgendwo, ich sage jetzt mal, an die Scheibe setzen oder zwischen zwei Äste und würde sich dann selbstständig auseinanderreißen. Das wäre die normale Teilung, die die Anemone macht. Den nächsten Weg, um sich zu vermehren, kann ich euch dann auch nochmal einblenden, wenn ich das Video finde, ist der geschlechtliche, die geschlechtliche Teil bzw. Fortpflanzung. Habe ich neulich mal erleben dürfen, dass meine Anemone im Prinzip das ganze Becken mit Eiern und Spermien vollgepumpt hat. Da aber nur eine da ist, wird das wahrscheinlich dementsprechend nicht funktionieren und ich werde keine Mini-Anemonen überall im Becken haben. Das funktioniert aber bei diesen Tieren auch. Und es geht sich, wie gesagt, jetzt hauptsächlich nur um die ganz normale Kupferanemone. Mit anderen Anemonen, wie zum Beispiel Rockanemonen oder ähnlichen, funktioniert das nicht. Das funktioniert, also ich kann es aus meiner Erfahrung nur von dieser Kupferanemone hundertprozentig bestätigen, dass das funktioniert. So, und jetzt gehen wir im Prinzip mal dazu über. Ich zeige euch mal, wie ich das im Endeffekt gemacht habe, warum, weshalb, wieso oder wie ich halt vorgehe, um die Anemonen zu teilen. Bis gleich. So Leute, heute ist der Tag der Tage. Die Anemone muss geteilt werden. Ich habe hier schon dementsprechend was vorbereitet. Da kommt nachher noch oben ein Gitter drüber, damit die nicht rauskommt. Da unten ist sie und mehr machen wir dann gleich. In der Küche, ihr seht, es ist ein bisschen gegärtnert worden, umgebaut worden, damit alles ein bisschen luftiger wird. Da unten ist das gute Material gelandet. Da oben ist auch noch einiges, was ich noch verarbeiten musste, zu Ablegern. Ja, machen wir gleich weiter in der Küche. So, ich habe jetzt hier meinen Topf rausgeholt. Und ihr seht, hier ist die Anemone drin. Ich muss dann noch das restliche Wasser rausholen und lasse sie jetzt erstmal kopfüber stehen, so für 1 bis 2 Minuten. Dann löst die sich aus diesem Topf raus. Was wir auch noch brauchen, ist am besten ein Keramikmesser, schön scharf, und anschließend noch ein Behälter, wo das zweite Stück dann wieder rein kann. Wie gesagt, ich habe ja eben im Becken vorbereitet. Es ist im Endeffekt so, dass ich diese Anemone mechanisch teile, weil sie sich bei mir im Topf nicht teilt. Dafür müsste sie nämlich raus und das will ich nicht. Und sobald die bei mir im Becken rund geht, würde sie einigen Schaden anrichten und da gehe ich dann lieber hin und teile diese Anemone mechanisch. So, dann gucken wir mal, ist jetzt knapp 1 Minute rum, das gute Tier sich schon gelöst hat. Wir müssen jetzt hingehen und die im Prinzip vorsichtig, ja,
Sobald eine Anemone aus dem Brustbauch rauskommt, fängt die an, sich zu lösen. Und somit lässt sie sich definitiv besser hier vom Topf trennen. So, da ist das gute Stück. So sieht mein Topf von drinnen aus. Ist einfach nur ein Plug unten drin. So, und jetzt müssen wir sie ein kleines bisschen, ich sag jetzt mal, ja, das tut mir immer in der Seele weh, wenn ich das tun muss, aber ich muss ja im Endeffekt auch schauen, dass ich gucke, dass die nicht anfängt zu wandern, und deshalb muss ich hier trennen. Also wir legen den Mund frei, damit wir den Mund hier sehen, das ist ganz wichtig, und drücken wir so ein kleines bisschen runter. Wichtig ist jetzt gleich, dass wir den Schnitt genau so ansetzen. Ja, ich zeige das jetzt hier nur einfach mal, oder beziehungsweise so. Ja, und nach Möglichkeit mit einem Mal durch, damit keine entsprechenden Druckstellen entstehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das Messer so scharf ist. Also ja, wie gesagt, ich mache es auch nicht gerne, aber so sieht es im Endeffekt aus. Ich setze an, ziehe mit einem durch. Die Anemone ist geteilt. Hier ist ein Stück vom Mund, da ist ein Stück vom Mund. Und die geht jetzt hier in den Topf rein, der gleich drüben umgefüllt wird. Die packe ich jetzt wieder hier rein. Packe da jetzt gleich ein bisschen Wasser drauf und lasse die erstmal mit dem Wasser so stehen, damit die sich wieder ein kleines bisschen festmachen kann. Man kann jetzt hingehen und ein Netz drüber machen, mache ich aber nicht, weil hier sollen ja auch wieder die Clownfische einziehen. Also lasse ich hier nur ein bisschen Wasser drin, damit die sich wieder festmachen kann, und die Clownfische sorgen im Endeffekt dafür, dass die auch dann dort vor Ort drin bleibt. Ihr habt in den beiden Videos jetzt kurz gesehen, einmal wie ich die Anemone teile. Wichtig ist halt wirklich, dass man, wenn man den Schnitt ansetzt, dass den einmal komplett sauber durch den Mund führt, dass jede Hälfte ein Stück Mund hat. Und da an dieser Stelle wachsen die Tiere dann auch wieder zusammen. Was auch wichtig ist, wie ihr in den zweiten Teil gesehen habt, wo ich die, den einen Teil in meiner Fischfalle habe, ist, dass da ständig Wasser dran kommt. Ich habe ja jetzt durch meine neue Pumpe, habe ich halt die Strömung von oben, die halt in den Behälter reindrückt und somit immer ständig Frischwasser da drin ist, ist wichtig, damit die Giftstoffe bzw. die Zersetzungsstoffe und alles, was halt an dieser Wunde anfällt, abtransportiert werden kann. Wenn das nicht abtransportiert wird und zu wenig Strömung an dieses Tier drankommt, dann fault die Wunde bzw. fault das ganze Tier, und das Tier kann dann im Endeffekt sterben. Also grundsätzlich darauf achten, dass immer genug Strömung drankommt. Und wie ihr auch gesehen habt, das andere Tier, also sprich die andere Hälfte, ist wieder zurückgewandert in meinen Topf, in meinem Blumentopf. Da habe ich die Strömung dann ein bisschen reduziert, bis sie sich dann wieder festgemacht hat, ein Teil. Die Clowns sind auch direkt wieder zu der Anemone hin und haben diese bekuschelt. Das macht dem Tier im Endeffekt in dem Moment gar nichts, weil das Tier auch groß genug ist. Also grundsätzlich sollte man nicht zu kleine Anemonen teilen. Da ist halt die Problematik, dass wenn das Tier überkuschelt wird, dass es zu viel für das Tier wird. Grundsätzlich sollte eigentlich gelten, habe ich mal gehört, wohlgemerkt habe ich gehört, sollte eine Anemone so groß sein, dass sie mindestens 2- bis 3-fache Länge bzw. die Körperlänge eines des vorhandenen Clownfisches mal 2 oder 3. Ja, also ungefähr diesen Durchmesser sollte eine Anemone haben, aufgeblasen, damit sie überhaupt, ich sag mal, von dem Clownfisch nicht kaputt gekuschelt wird. Im Endeffekt ist es auch so, dass die Tiere, wenn genug Strömung dann da ist und die Wasserwerte halt stimmen, also sprich die Wasserwerte im normalen Bereich sind für das jeweilige Becken, dann sollte das Tier auch relativ schnell abheilen, und es kann dann dementsprechend, wenn ihr wollt, weiterverkauft werden oder woanders eingesetzt werden, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Ja Leute, das war mal wieder ein kurz erklärt. Heute war das Thema Anemonen teilen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da.
Und solltet ihr neu auf dem Kanal sein, lasst bitte ein Abo da und macht die Glocke an. Dann hört ihr auch, wenn ich mal wieder was raushaue. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten kurz erklärt oder Tagebucheintrag oder was auch immer ansteht. Bleibt mir treu, bleibt gesund vor allem. Bis zum nächsten Mal. Euer Weiber. Ciao.